wieder. Was denkt ihr euch? Ist dir eigentlich klar, wie lange dieses Zeug hier liegen bleibt? Ich meine, hast du überhaupt die geringste Vorstellung davon, wie langsam Plastik abgebaut wird? Denn bei 19 Millionen Tonnen PET pro Jahr landet das meiste davon in den Ozeanen und an den Stränden oder in den Mägen der Tiere. Na und, was geht mich das an? Was dich das angeht? Was dich das angeht, fragst du? Gestern kam mir jemand vorbei, genau wie du heute, und hat diese Batterie hier einfach rücksichtslos hingeworfen. Wisst ihr eigentlich nicht, dass in Elektrogeräten hunderte giftige und umweltschädliche Substanzen zum Einsatz kommen? Der Abbau von Schwermetallen zum Beispiel ist für die Umwelt eine unlösbare Herausforderung. Die Natur wird für Jahrzehnte belastet. Ja, schön für dich. Hallo, hier. Hä? Hier unten, in der Flasche. Wusstest du, dass Glas tatsächlich ein Glücksgriff für die Umwelt ist? Es lässt sich beliebig oft einschmelzen und wiederverwenden. Und das ohne Qualitätsverlust. Kein anderes Verpackungsmaterial schafft das. Längst gibt es ein flächendeckendes Sammelsystem für Altglas. Altglascontainer stehen fast überall bereit. Aber bitte, bitte werft das Zeug doch nicht einfach so in den Wald. Es kann Waldbrände verursachen und Tiere verletzen. Jetzt reicht's! Ich glaube, ich bin er. Gott sei Dank, endlich mal normaler Mensch. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Es gibt nur Verrückte hier im Wald. Was ist denn los? Erkennst du dein eigenes Shirt nicht mehr? Steht mir gut, oder? Das hatte ich letzte Woche weggeworfen. Ja genau, nachdem du es gekauft und nie getragen hast. Ist dir denn nicht klar, dass durch den steigenden Konsum eurer Wegwerfgesellschaft immer mehr nachproduziert werden muss? Bei der Endfertigung der Textilien werden die Menschen immer häufiger giftigen Dämpfen ausgesetzt. Das schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch deren Gesundheit. Und wenn du schon wegwirfst, dann noch bitte in die Altkleidersammlung. Das ist genau wie bei Glas oder Plastik. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wir kommen aus der Zukunft. Aus eurer Zukunft. Um euch zu warnen. Plastik, Glas, Metall, alles benutzt ihr verschwenderisch und werft es schon wieder weg. Oder in die Natur. Ihr müsst damit aufhören, sonst seid ihr verloren. 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 Verloren.